vorstellen, plant euch bitte 2 bis 3 Trainingsrunden ein und trainiert so lange, bis der Muskel vernünftig ausgeschöpft ist. So Leute, weiter geht's mit dem Bizeps, ja, der vordere Oberarm, der den Arm beugt. An der Stelle haben wir vor euch 3 Variationen, einmal mit einer einzelnen Flasche, dann mit einer ganzen Kiste, als auch mit einem Wassereimer. Fangen wir einmal mit den Flaschen an. Nehmt euch dann einmal 2 Flaschen weg, der Ellenbogen steht hier an der Stelle unterhalb der Schulter, bleibt dort fixiert stehen und wir winkeln die Arme so weit nach oben an, wie wir Widerstand spüren und gehen komplett unten in die Dehnung zurück, um den gesamten Bewegungsapparat einmal abzudecken. Weiter geht es an der Stelle einmal mit einer Kiste selbst, wenn ihr über die Flasche hinweggekommen seid. Ja, das heißt, ihr grapscht sie einmal von der Seite, geht dann einmal bei, habt die Handflächen zueinander geneigt, habt damit also nochmal eine gewisse andere Muskelpartie beim Beugen mit drin, also eine gewisse Variation. Und selbst wenn das nicht ausreichen sollte, kann man sich natürlich einen einzelnen Wassereimer nehmen, den man dann natürlich dann von der Füllmenge bestimmen kann. Nimmt man sich dann in einer Hand oder auch in beide, je nachdem wie man möchte, und hat dementsprechend dann nochmal einen zusätzlichen Reiz, den man für den Oberarmmuskel für sich gebrauchen kann. Letzten niederschmetternden Übung für den Bizeps, ja, eine sehr, sehr schöne konzentrierte Übung, deswegen heißt die Übung auch Concentration Curl, ja. Marcel macht es einmal vor mit einer sehr schweren Wasserflasche, das heißt, er nimmt einmal den Ellenbogen an die Innenseite vom Oberschenkel. Wichtig dabei ist, dass ihr euch schön weit nach unten neigt, dass der Ellenbogen schön in den Innenschenkel reindrückt, damit fixiert ist, und dann überwindet ihr das Gewicht so weit ihr könnt, ja, und lasst nach unten komplett wieder in die Streckung nach. Wahlweise kann man natürlich beigehen auf ein anderes Instrument nehmen, wie zum Beispiel einen Backstein. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nehmt einfach das, was für euch passend ist. So Leute, der Liegestütz ist auch eine sehr, sehr beliebte Übung, um den Trizeps auszubelasten. Dafür nehmen wir die Hände schön eng. Und das stellen wir euch einmal wieder auf einer Matte vor. Nehmt euch am besten euren Teppichboden. Hände werden richtig schön zusammengestellt, dass Daumen als auch Zeigefinger Kontakt haben. Sowas nennt man so einen Sterngriff. Und an der Stelle wird dann die Brust auf den Händen abgelegt und bis kurz vor Streckung der Oberarme wieder zurückgedrückt. Ja? Gerne in gestreckter Form, als auch mit Knieablage für die, die da noch ein bisschen weniger Intensität für sich brauchen. So, weitere 2 Variationen für ein Trizeps-Training. Nehmt euch wieder 2 Flaschen. Die erste Übung kommt jetzt mit einer Flasche, nennt sich Pushbacks. Dafür nehmen wir uns dann wieder einen Stuhl zur Hilfe. Wichtig bei dieser Übung ist, stützt euch vorne ab, bringt den Oberkörper parallel zum Boden, genauso auch den Oberarm. Ja, wichtig ist, dass Schulter und Ellenbogen in einer Flucht zueinander waagerecht zum Boden stehen und dann wird der Arm nach hinten rausgestreckt und wieder zurückgeführt. Als weitere Möglichkeit ohne Stuhl wird dann eine weitere Flasche mit dazu genommen. Dafür wird der Oberkörper wieder nach vorne geneigt. Spannt bitte den Bauch dabei an. Und auch hier dann beidseitig mit dem Pushback weitermachen. So, wir nehmen uns wieder einen Stuhl mit zur Hilfe für das Ausbelasten unseres Trizeps der Oberarmrückseite. Sprich, wir nehmen uns einmal die Kante der Sitzfläche vor, greifen einmal drum, ungefähr so weit, wie wir auch ja, unser Becken breit haben, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und gehen dann schön tief in die Bewegung nach unten, wobei wir darauf achten, dass der Ellenbogen hinten schön geschlossen bleibt. Wer mit dem Trainingspartner trainiert, kann natürlich auch hierbei schön die Ellenbogen hinten zusammenführen. Und als Variation, je nachdem wie kräftig ihr seid, kann man auch den Fußstand variieren. Weiter vom Körper ran, heißt weniger Gewicht bewegt, weiter nach vorne in die Streckung, müsst ihr natürlich ein bisschen mehr ackern. So, als nächstes geht es mit den Handtüchern weiter. Eine letzte richtig auspowernde Übung für den Trainer.
der Stelle nimmt der eine Partner die beiden Handtuchenden über den Kopf und der andere zieht hinten aus, Trizeps runter. Das heißt, hier an der Stelle ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass derjenige, der über dem Kopf arbeitet, feste Bauchmuskeln angespannt hat, ja? Sonst werdet ihr zurückkreuz gezogen und dann geht es wieder in die Streckung nach oben. Ja? Also an der Stelle viel Spaß mit dieser Übung. Trainingsbuddy wieder so richtig Gas geben möchte, kann sich wieder zwei Handtücher nehmen. Jeder nimmt sich jeweils ein Ende, sodass beide Handtücher benutzt werden. Der eine macht Bizeps, der andere macht Trizeps. Wir zeigen euch an der Stelle einmal, wie das Ganze funktioniert. Ja? Der Gegenüber geht in die Beugung für den Bizeps. Währenddessen bin ich hier in der Anfangsposition vom Trizeps und ziehe jetzt hier über die Rückseite vom Oberarm zurück. Währenddessen Marcel dann wieder für den Bizeps mich in die Ausgangsposition zurückbewegt. Na komm hier. Zur Schulterpartie nach oben und als nächstes werden wir hier wieder mit Flaschen als Gewicht trainieren. Zudem nehmen wir uns dann einmal die Flaschen in die Hand und werden sowohl die Flaschen mit gestreckten Armen nach vorne anheben, was dann für die vordere Schultermuskulatur an der Stelle dienlich ist. Auch hier an der Stelle natürlich wieder wahlweise den Inhalt der Flaschen variieren, dass ihr da auch mit eurem entsprechenden Gewicht arbeiten könnt. Und als zusätzliche weitere Übung wäre dann das Schulterabspreizen. Sprich, wenn man dann beigeht, nach außen abhebt, erwischen wir dann statt dem vorderen Schultermuskel dann den seitlichen Schultermuskel. An der Stelle achtet bitte darauf, dass ihr die Arme direkt parallel zum Oberkörper abspreizt, dass ihr dann auch in der gewünschten Partie euren Reiz erhaltet. So, wir kommen an der Stelle einmal zur Schulterblattpartie, als auch für die hintere Schulter, den Butterfly Reverse dann einmal eingespielt. Dazu nehmen wir uns dann wieder die Wasserflaschen. Neigen den Oberkörper nach vorne, die Handflächen zeigen zunächst einmal zueinander und jetzt spreizen wir die Arme ab. Achten wir darauf, dass die Arme in einer Linie zueinander stehen und als zusätzliche Variation kann man jetzt auch die Handflächen nach hinten drehen, dass die Flaschenköpfe zueinander zeigen und hätte damit jetzt nochmal den hinteren Oberarm ein bisschen mit ins Spiel genommen. Schulterblätter jetzt nochmal was richtig Cooles tun möchte, der macht den Butterfly Reverse einmal auf dem Teppichboden in Bauchlage. An der Stelle kann man das natürlich freihändig machen, als auch wieder mit Flaschen als Zusatzgewicht. Das Spezielle an der Seite ist jetzt, dass man hier am Ende der Bewegung tatsächlich nur noch kleine Ausführungen macht, um den Muskel nochmal richtig voll zu pumpen und nochmal richtig auszuquälen.